Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer letzten Sitzung vor Weihnachten und auch zu unserer letzten Sitzung, wo es um Adressaten und Adressatinnen und noch nicht so sehr um Konzeptionen oder Institutionen der Frühpädagogik und Elementarpädagogik geht. Ich freue mich ganz besonders, dass Frau Jutta Eckarius aus Köln zu uns gekommen ist, um über Familie zu sprechen. Über Kinder haben wir ja in den letzten 5 Sitzungen sowohl aus entwicklungspsychologischer Perspektive als auch nochmal aus erziehungswissenschaftlicher Perspektive, die sich erinnern an Frau Viernicke zum Beispiel, sehr ausführlich gesprochen. Der Passus Familie ist ein bisschen klein in dieser Einführungsvorlesung. Er müsste eigentlich auch viel, viel größer sein. Aber auch so eine Vorlesung ist halt endlich. Und deshalb haben wir uns auch so verständigt, dass Frau Eckarius ein bisschen länger spricht als die anderen, also sie nicht erschlägt, aber länger spricht, weil das Thema einfach sehr, sehr breit ist. Und wenn Sie das Verhältnis der letzten 5 Sitzungen sehen zu der einen Sitzung dann heute, dann wird das eigentlich auch deutlich. Und deshalb ziehe ich mich jetzt auch ganz schnell zurück und wünsche uns allen einen schönen Vortrag. Herzlich willkommen, Frau Eckarius. Ja, vielen Dank, dass ich hier diese Vorlesung halten darf und kann. Und sie einführen kann in das Feld der Familienforschung. Wann immer Sie sich mit dem Elementarbereich auseinandersetzen, mit früher Kindheit, haben Sie es natürlich auch immer mit den Eltern und der Familie zu tun. In einem ersten Schritt ist die Frage, wie lässt sich Familie eigentlich charakterisieren? Was ist eigentlich Familie überhaupt? Welche Daten gibt es zu Familie und wie sieht dann letztendlich Familienerziehung aus? So kann man in einem ersten Schritt sagen, dass Familie nicht eine einzelne Institution ist, die für sich steht, auch wenn man das meint, wenn Sie an Ihre eigene Familie denken, sondern sie ist immer bedingt auch von Wirtschaft, also im Sinne einer ökonomischen Kooperation, also das, was auch die Wirtschaft von jungen, nachkommenden Generationen möchte und den politischen wie auch den juristischen Ordnungen, die es dazu gibt. Wie lässt sich Familie weiter definieren oder begreifen? Familie weist eine biologische und soziale Doppelnatur auf. Das heißt, auf der biologischen Ebene geht es erstmal um die Reproduktion der nachkommenden Generation, also der Babys, der Kinder. Und auf der anderen Seite, auf der sozialen Ebene, geht es immer darum auch, und damit beschäftigt sich ja vor allen Dingen der Elementarbereich, wie Kinder in diese Gesellschaft hineinwachsen, erzogen werden, sozialisiert werden und letztendlich auch in Institutionen pädagogisch betreut werden. Man kann auch sagen, dass Familie sich charakterisieren lässt als ein einzigartiges Kooperation- und Solidaritätsverhältnis, und zwar in seiner Breite, von vernachlässigten bis zu fürsorgenden Unterstützungsformen. Die Familie weist also eine einmalige Rollenstruktur auf mit ganz besonderen Mitgliedschaftsbegriffen, wie zum Beispiel Mutter, Vater, Sohn etc. Und Familie lässt sich beschreiben als eine Ordnung sozialer Beziehungen von Geschlechtern und Generationen. Den kulturellen Hintergrund habe ich hier nicht mit reingenommen, denn Familie ist immer eng angeknüpft an den kulturellen Hintergrund, an die Kultur, die sie mitgibt. Aber die Frage der sozialen Beziehungen von Geschlechtern und Generationen von Jüngeren und Älteren ist eine wesentliche. Nun ist die Frage, ob sich Familie, so wie wir das heute verstehen, schon immer so definiert hat. Da ist es sinnvoll, einen kleinen historischen Exkurs hineinzunehmen, um zu sehen dann auch, wie man Familie dennoch konkreter formulieren kann. Geht man nämlich in die Antike hinein, dann stellt man fest, dass das Moment der Blutsverwandtschaft damals nur eine geringe Bedeutung hatte, also der leibliche Sohn, die leibliche Tochter, sondern dass im römischen Familia, also der Begriff Familia, ein Begriff ist für einen Rechtsnachfolger des Familienoberhauptes und derjenige, der ausgewählt worden ist, meistens ein Adoptivsohn war, also gar nicht der leibliche Sohn war. Zum anderen gab es den Begriff Pater Familias.
Darunter ist zu verstehen, dass es nicht nur der Vater oder der Ehemann ist, sondern eben der Herr eines Großhaushaltes, der eben neben Kindern damals, wir bewegen uns in der Antike, auch Sklaven umfasste. Gehen wir nun in schnellen Schritten von dieser Vorstellung über die Antike weiter in die vormoderne Familie. Dann bewegen wir uns im Mittelalter und dort können wir auch feststellen, dass es unterschiedliche Formen an Familie gab. Dort galt die Familie dem Erhalt von politischer und sozialer Macht und war direkt an Familienbeziehungen geknüpft. Weiter zieht sich durch, dass familiale Zusammenschlüsse eher Hausgemeinschaften waren, nämlich der Hausvater, die Frau, die Kinder, aber auch das Gesinde und Hörige, so wie man das damals genannt hat. Typisch einer mittelalterlichen Familie war aber auch die aristokratische Ehe. Und hier wurde die Ehe geschlossen vor allen Dingen aufgrund politischer Entscheidungen. Insgesamt war dieses Modell patriarchalisch organisiert und die Erbnachfolge war ganz nach der männlichen Linie organisiert. Die Frauen hatten darin weniger eine Bedeutung. Hinzu kam, dass mit dem Mittelalter vor allen Dingen ja auch das Christentum stark geworden ist und damit die Ehe und die Familie kulturell durch das Christentum gerahmt war. Das heißt, Kultur hieß damals vor allen Dingen christliche Kultur. Und es gab damals eine Analogie zwischen dem paulinischen Recht und dem paulinischen Verständnis, nämlich zwischen der Ehe und dem Verhältnis zwischen Christus und seiner Kirche. Das Ehebündnis ist also zwischen den Ehepersonen und der Kirche geschlossen worden und war in diesem Sinne erstmal nicht rechtlich begründet. Und damit zusammenhängt dann auch die Monogamie. Nach diesem kurzen Abriss gehen wir weiter und ich möchte Sie bitten, ich mache zwischendrin auch Pausen, wenn Sie aber Fragen haben, fragen Sie bitte nach, sodass wir das dann auch klären können. Ich mache jetzt einen Sprung in die bürgerliche Familie hinein, in das 19. 20. Jahrhundert und Sie sehen, dass sich dort sehr viel verändert hat, nämlich die familialen Bindungen werden das erste Mal säkular, also jenseits von der kirchlichen Rechtsprechung, vertragsrechtlich konstituiert. Das ist ganz wesentlich. Sie können ja auch heute noch kirchlich als auch staatlich müssen Sie heiraten, wenn Sie heiraten wollen, aber ansonsten haben Sie die Wahl. Und was wesentlich ist mit der bürgerlichen Familie, ist die emotionale Bindung als Grundlage des Familienbündnisses. Damit entsteht zugleich ein neuer Erziehungs- und Sozialisationsprozess, in dem vor allen Dingen die bürgerlichen Ideen in Absetzung zum Status der Adeligen und überhaupt zur Abschaffung des Standes, die sich die bürgerlichen Ideen von Freiheit und Selbstständigkeit, aber auch von Selbstverantwortung durchsetzen und das Ziel letztendlich die Erziehung zum mündigen Bürger ist. Zudem wird die Familie erstmalig zu einem Erlebnis- und Erfahrungsraum. Und in diesem Erlebnis- und Erfahrungsraum bekommt auch Kindheit und Jugend als Lebensphase eigene Bedeutung, nämlich dahingehend, dass dort die grundlegende Persönlichkeit sich entwickelt, und zwar entlang des bürgerlichen Leitideals mit einem konsequenten Vorleben seitens der Eltern. Das sind natürlich Ideale, die ich hier formuliere, aber diese Ideale haben sich letztendlich durchgesetzt und man kann eine historische Entwicklungslinie ziehen bis in die Gegenwart hinein. Sodass also diese neue Familienform und die Herausbildung von Kindheit, mit dem Sie sich beschäftigen, aber auch Jugend, eng mit diesem bürgerlichen Ideal zusammenhängt. Des Weiteren entwickelt sich mit dieser Konstituierung historisch eine Form von Geschlechtlichkeit oder von bürgerlichen Geschlechtscharakteren, die sich manifestieren in den polaren Strukturen von Vernunft und Gefühl, von Vernunft und Liebe, symbolisiert letztendlich in Mann und Frau, die dann durch die Erziehung transportiert werden sollen.
Nun ist die Frage, wie sich diese Umbruchserfahrung in der Moderne charakterisieren lassen. Und es gibt drei Aspekte, die ich hier benennen möchte. Zum einen geht es hier darum, dass in der Moderne sich die Gesellschaft verändert hat, dahingehend, dass der Stand nicht mehr vererbbar war, sondern dass es zu einer Pluralisierung von Lebensformen und Milieus gekommen ist. Also der Arztsohn wird heute nicht mehr unbedingt Arzt, was damals selbstverständlich war. Es kam also zu einer Desintegration und zu einer Deinstitutionalisierung. Und mit dieser Pluralisierung von alternativen Möglichkeiten gibt es auch die Möglichkeit, erstmals seit dem 19. Jahrhundert, also seit letztem Jahr, seit 19 beginnend bis ins 20. Jahrhundert, also seit dem letzten Jahrhundert, die Möglichkeit, alternative Lebensformen überhaupt zu entwickeln, neben Geschlechtlichkeit, neben Männlichkeit, neben Weiblichkeit, neben bürgerlichen, neben proletarischen Lebensformen. Und dieses Zitat von Berger macht das sehr schön deutlich. Ich zitiere: Die Moderne bedeutet für das Leben des Menschen einen riesigen Schritt weg vom Schicksal hin zur freien Entscheidung. Zweitens, und damit zusammenhängt auch das Bild, geht es um die Veränderung der Geschlechterverhältnisse. Im 20. Jahrhundert, beginnend im 20. Jahrhundert, ändern sich langsam die Geschlechterverhältnisse. Frauen bekommen langsam ein Wahlrecht. Die Frauenbewegung setzt ein. Es gibt emanzipatorische Fortschritte. Und generell wird im 20. Jahrhundert langsam die Trennung von Öffentlichkeit und Privatheit in Frage gestellt. Der größte Schwung tritt ein nach 45 mit der 68er-Bewegung. Aber die ersten Schritte sind im Übergang vom 19. in das 20. Jahrhundert zu sehen. Damit ändert sich natürlich auch das Ideal von einer bürgerlichen Familie und letztendlich auch, wie Familie überhaupt sich gestaltet in der Erziehung ihrer Kinder. Und drittens, der dritte Aspekt, kommt es im letzten Jahrhundert zu einer Individualisierung im Widerspruch zu Gemeinschaftserfahrungen. Das heißt, das Subjekt ist zur Reproduktionseinheit des Sozialen geworden. Dadurch, dass sich die Stände aufgelöst haben, hat die Schule eine enorme Aufwertung bekommen. Das heißt, alle Kinder und Jugendliche müssen durch dieses Nadelöhr der Schule hindurch. Und damit ist der soziale Stand nicht mehr vererbt, sondern muss selbst erworben werden. Das nennt man letztendlich die Reproduktion als Einheit des Sozialen. Das heißt, jedes Subjekt, jedes Kind bedarf einer besonderen Bildung, damit es die Möglichkeit hat, dann letztendlich sich über Beruf als auch im Privaten zu etablieren. Zweitens ist historisch entstanden das Authentizitätsideal. Dieses ist ein Gefühl von Echtheit und Stimmigkeit, damit verbunden ist, dass das Subjekt mit seinem Gefühl, mit seiner Biografie in das Zentrum gestellt wird und dass diese Gefühle, die sind historisch, so sagen wir, sind historische Errungenschaft, dass diese Gefühle letztendlich auch zur Begründungsstrategie oder zur Begründung von intimen Beziehungen wird. Nämlich die Frage, bleibe ich mit dieser Person zusammen, gründe ich mit dieser Person eine Familie oder entscheide ich mich in eine richtige oder andere Form. Gut, nach diesem historischen, ganz schnellen, kurz markierten Überblick komme ich nun zu einigen Daten, wie denn überhaupt die Familie heute aussieht, wie Paarbeziehungen aussehen, vor dem Hintergrund von Individualisierung, von Intimisierung, von Deinstitutionalisierung. Gut, also die Ehe 2001 als Beispiel gab es 400.000 Eheschließungen und 2009, ich beziehe mich hier auf den Datenreport von 2011 und die Daten beruhen auf den von 2009, also sind ganz aktuelle Daten. Die Eheschließungen sind ganz leicht zurückgegangen, nämlich auf 378.400. Sie sehen, das Ehemodell hat immer noch Konjunktur. Aber das Heiratsalter ist enorm gestiegen, nämlich im Vergleich 1975
waren die Männer im Durchschnitt 24 Jahre alt und die Frauen 22. Das hat sich angehoben in den letzten über 40 Jahren auf 33 Jahre bei den Männern und 30 Jahre bei den Frauen. Das heißt, die Phase der Entscheidung für eine Paarbildung und eine Familie verschiebt sich nach hinten im Lebenslauf. 2009 gab es 8,2 Millionen Familien mit minderjährigen Kindern. Das dürfen Sie jetzt nicht in den Zusammenhang setzen mit 80 Millionen Menschen, die in Deutschland leben, denn eine Familie besteht ja immer aus mehreren Personen. Mit minderjährigen Kindern, das ist ganz wichtig, da wird dieser Schnitt gemacht. Es gibt ja auch Eltern mit, so wie Sie zum Beispiel, Sie haben alle Eltern und Großeltern. Dies ist aber zurückgegangen, nämlich 1999 im Vergleich waren es 9,3 Millionen Familien mit minderjährigen Kindern. Und die Frage, die ich nachher versuche zu klären, ist, wie kommt es dazu, dass es eigentlich in diesen wenigen Familien zu diesem Entschluss kommt, überhaupt Kinder noch zu bekommen und wie sehen diese Familienstrukturen eigentlich überhaupt aus? Und 2009 gab es 2,4 Millionen Familien mit einem Elternteil mit Migrationshintergrund. Dazu muss man sagen, dass diese Statistiken ganz neu sind, weil man immer früher unterschieden hat, bis 2008 eigentlich nur Deutsche und Nichtdeutsche. Und der Aspekt mit Migrationshintergrund wird erst seit 2-3 Jahren berücksichtigt, also genauer gesagt erst seit 2008, sodass wir da endlich neuere Daten haben. Und Sie sehen hier, dass 29% aller Familien welche sind mit Migrationshintergrund. Ich möchte hier ein Zitat vorlesen, nämlich das geht nochmal auf das emotionale Authentizitätsideal ein. Zitat: Gerade die Fokussierung auf die emotionale Bedeutung und Authentizität einer Partnerschaft führt dazu, dass Personen stärker kritisch abwägen, das hatte ich eben auch schon gesagt, längere Probezeiten des Zusammenlebens für sich in Anspruch nehmen. Wir haben eben gesagt, Männer sind im Durchschnitt 33, Frauen sind 30 Jahre, wenn sie heiraten. Sie haben ja vorher auch schon Partnerschaften. Und eher bereit sind, sich von einem Partner zu trennen, falls die Beziehung als unbefriedigend erlebt wird. Das sind alles wesentliche Voraussetzungen dafür zu sehen, wie sieht denn dann Familie und Familienerziehung mit kleinen Kindern überhaupt aus? Wieso entscheidet man sich denn überhaupt dazu, Kinder zu bekommen? Die emotionale Aufwertung der Liebesbeziehung macht somit auch gleichzeitig, das ist eine These, ein größeres Gefährdungspotenzial aus. Denn sie ist letztendlich diese Form der Partnerschaft bestimmt darüber, ob sozusagen die Eltern zusammenbleiben, sich scheiden und dann neue Wege mit den Kindern finden wollen. Gut, ich komme jetzt zur Scheidung, aber vielleicht gibt es bis hierhin schon mal Fragen. Gut, dann mache ich weiter. Von den 35% der geschlossenen Ehen wurden von den geschlossenen Ehen wurden 35% 2009 wieder geschieden und davon gab es in diesen 35% knapp 50 Kinder unter 18 Jahren. Da macht man immer den Schnitt, weil dann diese Personen nicht mehr Kinder sind, sondern Erwachsene sind. Bei dem Folgenden, was ich Ihnen jetzt erzähle und darstelle, bedenken Sie immer, dass diese Statistiken und das auch, was Sie oft in Zeitungen lesen, davon geprägt ist, dass natürlich eine quantitative Studie immer nur einen Ausschnitt von dem, was Familie und Erziehung, was Kinder, was Scheidung etc. ausmacht, immer nur einen kurzen Ist-Zustand meint. Das heißt, auch Alleinerziehende heiraten eventuell wieder oder haben einen neuen Partner. Oder Kinder kriegen neue Geschwister dazu und so weiter. Das sind immer nur relative Schnitte eines kurzen Ist-Zustandes. Und dennoch sagen sie vieles aus. Es gibt aber Scheidungsbarrieren. Scheidungsbarrieren sind, wenn Kinder unter 5 Jahre sind, zum einen, und, auch wenn es sich makaber anhört, wenn die Eltern ein gemeinsames Wohnungseigentum haben. Das sind Scheidungsbarrieren.
Sie verhindern das Scheidungsrisiko um 40-54%, also richtig groß. Wenn die Kinder aber größer wird, steigen auch die Scheidungsraten wieder an. Auch weiß man aus der Forschung, dass steigende Scheidungszahlen in der Elterngeneration auch wiederum zu größeren Scheidungsraten in der Kindergeneration führen. Wie sieht es jetzt in Deutschland aus? Wie sehen da die Geburtenraten aus? Wie sieht es in anderen Ländern aus? Mit wie vielen Jahren bekommen Eltern ihre Kinder und wie leben sie dann? Deutschland weist neben Spanien, interessanterweise, ist ein sehr religiöses geprägtes Land, und Italien auch, sehr christlich, weist die niedrigsten Geburtenraten in Europa auf. 2009 wachsen aber dennoch, trotz Scheidung, das habe ich ja eben gesagt, dass 35% der Ehen wieder geschieden werden, wachsen trotzdem 76%, also fast 80% aller Kinder, also minderjährigen Kinder, mit einem Ehepaar auf. Jetzt ist die Frage, wie kommt man zu dieser Zahl? Diese Zahl ergibt sich daher, dass das Ehepaar nicht unbedingt der leibliche Vater oder die leibliche Mutter ist, sondern eine Vorstellung oder eine Begrifflichkeit von einer vollständigen Familie. Das kann auch der neue Partner sein, das kann eine homosexuelle Partnerschaft sein und so weiter und so fort. Die 76% sind also groß und meint nicht unbedingt die leibliche Vater- oder Mutterschaft. 2009 wachsen 47% der Kinder mit einem minderjährigen Geschwisterteil auf. Sie sehen auch hier, es gibt natürlich auch Kinder, sie sind ja volljährig, sie haben vielleicht noch Geschwister, die unter 18 Jahre sind. Da wird aber ein Schnitt gemacht. Und bei dieser Statistik sehen Sie sehr deutlich, dass man also in der Regel eine Schwester oder einen Bruder hat, mit 47%. Dann gefolgt zu 27%, dass man zwei Geschwister hat. Und danach kommt erst das Modell zu 25%, dass man Einzelkind ist. Also die Vorstellung davon, dass es in unserer Gesellschaft nur noch Einzelkinder gibt, die stimmt einfach nicht. Das ist einfach nicht wahr. Die Frage ist aber dennoch, wenn Sie sich den ersten Punkt ansehen und den dritten Punkt, wie kann es sein, wenn in Familien mehrere Kinder vorhanden sind, dass wir gleichzeitig die niedrigste Geburtenrate haben? Das muss woanders herkommen. Vielleicht haben Sie eine Idee, wie das zusammenhängt. Okay, dann löse ich das nachher alleine auf. Gut, dann gibt es Familien mit Migrationshintergrund. Im Vergleich, die Bereitschaft, mehr Kinder zu haben, ist dort wesentlich höher, nämlich drei und mehr Kinder sind 15% und ohne Migrationshintergrund 9%. Da sehen Sie den Unterschied, je nach kulturellem Hintergrund, wie bedeutsam Kinder sind. Und nochmal eins, 14% der seit 1980er Jahren geschlossenen Ehen bleiben kinderlos. Es gibt mittlerweile viele Ehen, die geschlossen werden, die gar keine Kinder bekommen. Auch da gibt es mehrere Gründe für. Es ist nicht nur die Berufstätigkeit, die zunehmende Akademisierung der Frauen, sondern es ist natürlich auch, wenn Sie sich die Zahl angucken, wann Frauen heiraten oder wann sie Kinder bekommen, mit 30, 29 Jahren ist der Durchschnitt, dass dann auch die Möglichkeit immer stärker wird, dass man vielleicht auch keine Kinder mehr bekommen kann. Okay, ich komme zu alleinerziehenden Vätern und Müttern, weil das interessiert Sie auch alle sehr stark, denn das ist ja ein Thema, mit dem man sich im Elementarbereich auch auseinandersetzt. Hier habe ich draufgeschrieben 2009, 2011, Mikrozensus. Es gibt 2,6 Millionen Einelternfamilien. Wir hatten eben die Zahl von 8 Millionen überhaupt Familien. Davon sind 2,6 Millionen Einelternfamilien mit 59% minderjährigen Kindern. Ich hatte eben schon mal gesagt, es gibt so einen Ist-Zustand. Das heißt, diese Einelternfamilien können auch Kinder haben, die älter sind. Ja? Es bewegt sich also nur auf der Ebene bis 18 Jahren. Andersrum heißt es wieder, jedes sechste Kind wuchs einmal bei einem Alleinerziehenden auf, macht 16%.
Wir haben ja auf der anderen Seite die 76%, die bei Ehepaaren oder Ehepaaren, so wie man sie auch immer nennt, aufwächst. Das heißt, da sind irgendwie Zahlen, die miteinander verschwimmen, und wir werden versuchen, das aufzuklären. Wie sieht das eigentlich überhaupt aus? Aber erst nochmal weiter zu Alleinerziehenden. Ich habe zwar geschrieben, Alleinerziehende sind Väter und Mütter, aber wie Sie sicher wissen, sind über 90% Mutterfamilien. Die Vaterfamilien sind sogar zurückgegangen von 12% auf 10%. Und nun, das möchte ich auch nochmal genau diskutieren, Väter und Mütter leben in verschiedenen Lebensformen. Also es ist die Frage, wann bekommen Mütter ihre Kinder, sind sie dann verheiratet oder sind sie nicht verheiratet? Es ist so, dass man heutzutage nicht mehr gleichsetzen kann die Ehe mit der Geburt des ersten Kindes, sondern oft werden die Kinder vor der Eheschließung geboren. Das sehen Sie hier dran, hier steht nämlich, dass ledige, also die Mütter sind, ja, 38% Frauen sind und 18% Männer. Also Mütter entschließen sich auch, ein Kind zu bekommen, wenn sie noch nicht verheiratet sind. Oder andersrum gesagt, wenn das Kind kommt, wird geheiratet. So, es gibt aber auch verheiratete, getrennt Lebende, 13% der Frauen und 12% der Männer. Und Geschiedene, 40% der Frauen und 48% der Männer. Und Sie sehen, nach Geschlecht gibt es da unterschiedliche Zahlen, das ist auch interessant. Und vor allen Dingen bei den Verwitweten können ja auch alleinerziehend sein, die ältere Männer haben, 55% der Frauen und 11% der Männer. Jetzt ist die Frage, was ist denn daran neu oder was hat sich eigentlich verändert? Das eine, was sich verändert hat, ist, dass die Zunahme der alleinerziehenden Familien bis 1980 vor allen Dingen eine Folge der Ehescheidungen war. 1976 ist erst das Ehescheidungsgesetz verändert worden, nämlich vom Schuldprinzip zum Zerrüttungsprinzip. Sie mussten bis 1976 die Schuld des Partners per Foto nachweisen. Erst dann konnten sie sich scheiden lassen. Heute können sie sich scheiden lassen, wenn die Zerrüttung festgestellt wird. Und diese Zerrüttung ist bis 80er Jahre eben die Möglichkeit gewesen, sich scheiden zu lassen. Und das andere ist, seit 1980 gibt es eine Zunahme lediger Mütter. Also es sind nicht nur die Alleinerziehenden, die geschieden sind, natürlich zum großen Anteil, es sind vor allen Dingen auch jene, die ledig sind. Nun wissen Sie das auch, dass die Alleinerziehenden in der Regel mit geringen ökonomischen Ressourcen ausgestattet sind, denn wenn 90% der Frauen sind, dann leben diese Mutterfamilien. Sie können meistens nicht ganztags arbeiten gehen, und so zeigt das hier, dass das Armutsrisiko in diesen Familien besonders groß ist, weil sie ein niedriges Einkommen haben. 1.300 Euro beträgt das Netto-Haushaltseinkommen, also nach Abzug der Steuern und so weiter, was überhaupt übrig bleibt. Das ist bei den alleinerziehenden Frauen 44%. Das ist also eine Riesensumme. Das heißt, dass wir durch alle sozialen Schichten hindurch alleinerziehende Frauen auch haben, die ein geringes Einkommen haben und ihre Kinder erziehen müssen, die auch von Armutsrisiken betroffen sind und damit auch ihre Kinder davon betroffen sind. Sicherlich haben Sie dazu Fragen zu diesen Alleinerziehenden oder was für Sie nicht ganz verständlich war. Können Sie nochmal nachfragen? Okay. Dann komme ich zu Drei- und Mehrgenerationenhaushalten. Nur 2% der Familien leben mit Großeltern in einem Haushalt. Diese Haushalte unterscheiden sich davon, dass diese Familien, diese in einem Haushalt alle zusammenleben, sei es in einem Haus oder so, keine abgetrennten Wohnungen hat. Das heißt, auch Alleinerziehende haben letztendlich Großeltern. Ja? Denn sie sind ja auch geboren, und also die Kinder haben Großeltern,
Sie leben in 2 und 3 Generationen Familien, aber nicht mit ihnen zusammen. Dennoch ist es so, dass die Familie, also die Eltern und Großeltern, in der Regel von 80% innerhalb von einer Stunde erreichbar sind. Das ändert sich mit dem Akademisierungsgrad. Diejenigen, die einen höheren Akademisierungsgrad haben, aufgrund des Studiums, haben eine größere Entfernung zu den Eltern. Diejenigen, die das nicht haben, sind in der Regel in einer Stunde erreichbar. Also auch hier ist aufzuräumen mit dem Vorurteil, dass Familien vereinsamt alleine sind, sondern sind eingebunden in Generationenbeziehungen, auch die Alleinerziehend, auch wenn sie besondere Lebensbedingungen haben, die häufig auch prekär sind. Das ist nämlich die multilokale Mehrgenerationenfamilie, von denen ich Ihnen eben erzählt habe. Hier spricht man davon, dass es die getrennt leben, teilweise in derselben Stadt, teilweise im nächsten Ort. Und man sagt, das ist eine Intimität auf Abstand oder eine innere Nähe durch Distanz. Wenn Sie historisch arbeiten, können Sie feststellen, dass auch auf großen Höfen die Eltern, wenn die abgedankt haben, in Anführungsstrichen, ihren alten Teil bekommen haben. Das heißt, sie sind aus dem Hauptgebäude ausgezogen und sind in ein Nebengebäude eingezogen. Heute würde man das als 2 Haushalte begreifen. Ein Haushalt ist immer eine Wohnung mit einer abgeschlossenen Tür. Dann gibt es Hausfamilien, die gibt es auch. Da sagt man, da gibt es ungefähr 6,9% aller Familien wären das. Mit der Zahl muss man etwas vorsichtig umgehen. Das sind jene Familien, wo die einzelnen Generationen in einem Haus wohnen. Ja, mit abgeschlossenen Wohnungen. Und insgesamt kann man sagen, dass es charakteristisch ist für diesen, ich nenne den Privatheitstypus, also nicht nur Familie, sondern Privatheitstypus, dass 3 Generationen sich kennen oder erleben. Und in der Studie von Zinnecker und anderen hat man festgestellt, dass von den 10- bis 14-Jährigen 80% ihre Großeltern erleben. Das heißt, die Familie ist zwar ausgedünnt, also es gibt nicht mehr so viel Tanten und Onkel etc., man spricht von einer Beanpole, also von so einer langen Bohnenstange in der Familie, aber dass die Generationen, es viel wahrscheinlicher ist, dass man die Großeltern kennt, als noch vor 100, 150 Jahren. Vielleicht haben Sie eine Idee, wie das zustande kommt, dass man heute eher die Großeltern kennt, als vor 100 Jahren, wenn Sie mal an die Geschichte denken, wie Familie oder wie Menschen damals gelebt haben. Wer hatte eine Idee davon? Steigender Wohlstand. Ja, steigender Wohlstand, was noch? Ja. Eine höhere Lebenserwartung. Ja, genau, eine höhere Lebenserwartung. Womit ist die verbunden? Naja, durch die Qualität der Medizin. Also die Medizin hat sich ja ganz schön verbessert. Ja, genau. Also vor 150 Jahren war die Sterblichkeitsrate bei 30-40% bei Kindern bis zum 8. Lebensjahr. Und das hat sich grundlegend verändert. Okay, wir sind also um das nochmal zusammenzufassen, es gibt weniger Familien, die Kinder bekommen. Es gibt mehr Alleinerziehende, die aber vor der Ehe sozusagen Kinder bekommen. Es gibt Ausschnitte von Alleinerziehungsphasen, könnte man sagen. Und diese leben aber wiederum in mehreren Generationen in Beziehungsstrukturen auf Distanz oder wie auch immer zusammen. Jetzt komme ich noch zu neuen Familienformen, Inseminationsfamilien. Das sind sogenannte artifizielle Familien, die nämlich aufgrund der neuen Technologien, der Reproduktionstechnologien zu Kindern kommen. Das sehen Sie so schön auf dem Foto hier. Und die eine künstliche Befruchtung durch Spendersamen bekommen. Dieser Spendersamen ist nicht der Partner. Das ist auch eine Form von Insemination, ist aber nicht der Partner, der keine Kinder also zeugen kann. Seit den 70er Jahren, sagt man, sind ungefähr, das sind Schätzungen, 50.000 Kinder infolge einer künstlichen Befruchtung zur Welt gekommen. Und zwar heißt das, also diese artifizielle Familie heißt, die Eizelle der Mutter und ein nicht bekannter Spendersamen. Dann hat es Untersuchungen darüber gegeben, weil das ist ja auch eine interessante Frage, wenn es zunimmt, dass diese Kinder nicht die leiblichen Kinder sind, wie geht man eigentlich damit um?
im Vergleich zu adoptierten Kindern. Und man hat eine Befragung durchgeführt und gesagt, würden Sie denn Ihrem Kind später mitteilen, dass es ein artifizielles Kind ist durch einen fremden Spendersamen? Und interessanterweise sagen 80-90%, nein, wir würden das unseren Kindern nicht mitteilen. Haben Sie vielleicht eine Idee, wieso das so sein könnte, dass Sie das nicht mitteilen würden? Oder fänden Sie nicht, dass es viel besser ist, das mitzuteilen, dass es ein artifizielles Kind ist, so ähnlich wie ein Adoptivkind? Also die Kinder werden dann ja wahrscheinlich, denke ich mal, wissen wollen, wer ihr leiblicher Vater ist. Einfach aus Interesse und so weiter. Und vielleicht wollen das die Eltern nicht, weil sie ja mit Sicherheit Gründe gehabt haben, das künstlich zu machen, weil sie vielleicht nicht fruchtbar waren oder so. Und der Vater, der nicht leibliche Vater, aber der für das Kind immer der Vater war, der würde das wahrscheinlich nicht wollen, weil er ja das Kind auch so lieben gelernt hat, denke ich mal. Ja. Und das ist aber auch, glaube ich, an einer Anonymität. Also man weiß ja gar nicht, wer der Spender gewesen ist. Ja. Man wird das gar nicht nachweisen. Also ich weiß nicht, man wird es wahrscheinlich gar nicht nachweisen können. Nein, man kann es nicht nachweisen. Ja, da hinten ist noch eine Meldung. Für Anonymität ist kein Aspekt, weil das ist, glaube ich, gesetzlich geregelt, dass Namen eingespeichert werden müssen und auch rausgegeben werden müssen. Ja. Das heißt, für den Spender ist keine Anonymität gewährleistet und wenn da irgendwann mal ein Kind ankommt, sind da eventuell auch Ansprüche da. Man muss es aber nicht unbedingt erfahren. Also wenn man sich entschließt zur Insemination, also das, was Sie sagen, ist richtig, aber wenn man sich entschließt zur Insemination, weil man keine Kinder bekommen kann, dann ist es nicht automatisch, dass man den Namen des Vaters mitbekommt. Das Kind kann den erfahren, muss aber dann wiederum von den Eltern erfahren, dass es ein Inseminationskind ist. Noch andere Anmerkungen von Ihnen? Ja, es ist also ein heißes Thema diesbezüglich, weil Adoptivkinder und Inseminationskinder, die Frage, für die vielleicht irgendwann entsteht, ist das eigentlich mein leiblicher Vater oder nicht? Wie sieht Erziehung aus? Welche Schockerfahrungen sind damit verbunden? Wie wird dadurch die Erziehung schwieriger oder wird sie dadurch besser? Wie gehe ich damit überhaupt um? Sagen eben, und das macht es vielleicht verständlich, dass ein großer Anteil sagt, ich würde es meinem Kind nicht sagen. Es könnte auch sein, dass sie anderer Meinung sind. Dann kommen wir neben den Inseminationsfamilien zu den gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften, denn auch die haben mittlerweile Kinder. 2009, also 11 ist die Herausgabe, sagt man, gibt es 63.000 ungefähr bekannte gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften. Das hängt aber von dem Fragebogen ab. Nicht alle sagen das, dass sie in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung leben. Die Schätzung liegt bei ungefähr bei 175.000 Paaren. Sie sehen also, zwischen 63.000 und 175.000 ist eine riesen Spannbreite. Betrifft auch die Intimität der Partnerbeziehung, dass man das nicht einfach veräußern möchte. 30% davon sind allerdings mittlerweile eingetragene Lebensgemeinschaften. Und was auch interessant ist, rund 11.500 Kinder wachsen mittlerweile schon in solchen gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften auf. Und zwar hauptsächlich aus früheren heterosexuellen Partnerschaften. Das heißt, das sind jene, die eben ihr Geschlecht verändert haben. Und es gibt eine kleine qualitative Studie darüber, die herausgefunden hat, dass sich diese Kinder in keiner Weise von anderen Kindern unterscheiden. Sie sehen also, Familie nimmt heute schon eine große Bandbreite an, und zwar nur bezogen auf jene, die Kinder bekommen. Nur darauf konzentriere ich mich. Okay, europäischer Vergleich. Wie sieht denn Deutschland aus im Vergleich zu anderen Ländern? Lassen sich da Unterschiede festmachen. Gegenwärtig ist das Alter von Frauen bei der ersten Geburt in Estland, Litauen, Bulgarien und Rumänien noch unter 24 Jahren. Und in den meisten anderen Ländern kommt es mittlerweile zu einer späteren Familiengründung.
Da ist natürlich die Frage, was sind die Gründe dafür? Die Gründe dafür, so sagt man, liegen zum einen in den gestiegenen in der gestiegenen Bildungsexpansion, dass die Menschen länger in der Schule sind, länger im tertiären Bildungsbereich und mehr davon, 50% eines Jahrgangs machen bei uns das Abitur. Dass die Jugendphase sich bis zum Ende des 20. Lebensjahres ausgeweitet hat. Und auch, wenn Sie zum Beispiel nach Spanien schauen, steigende Wohnkosten und vor allen Dingen in Spanien Jugendarbeitslosigkeit. Das sind Mitgründe dafür, dass das Alter bei der Geburt des ersten Kindes ansteigt. Schaut man sich aber dann nicht-eheliche Geburten an, und wir haben gesehen, das ist auch was ganz Gängiges heute, dann liegen Schweden und Dänemark ganz vorne. 55% aller Geburten werden nicht in einer Ehe geschlossen, sondern davor. Womit könnte das zu tun haben? Haben Sie eine Idee? Das ist ja eine große Selbstständigkeit der Frau noch. Ich würde sagen, dass einfach die Ehe nicht so eine große Rolle spielt, weil Dänemark und Schweden, das sind ja eher ja, nicht so besonders kirchliche Staaten, nicht so wertvoll. Okay. Noch ein anderer Grund, der Ihnen vielleicht einfällt? Vielleicht auch das soziale System, dass man nicht einfach sicherer ist, als alleinstehende Frau dazu kommt. Ja, der ganze Elementarbereich ist viel besser ausgebaut, die Versorgung ist viel besser, die Rückbindung der Frauen in die Berufstätigkeit ist auch viel, viel besser. Gut, dann nochmal zu Mehrgenerationen. Das ist ja auch immer interessant. Spanien ist das Land Ende der 90er Jahre, da gibt es keine aktuelleren Studien dazu, ist damit aber auch schon über 20 Jahre her. Dennoch interessant, denn damals haben noch 37% der über 65-Jährigen bei ihren Kindern gewohnt. Sie sehen, es gibt auch ganz andere Familienmodelle. Und in Mitteleuropa, also Deutschland und Schweiz zum Beispiel, leben dennoch auch ca. 19% immer noch ältere Menschen bei den Kindern im gleichen Haushalt. So, jetzt komme ich zur Familienerziehung. Wir haben ja jetzt erstmal gesehen, wie hat sich Familie entwickelt, welche Eltern entscheiden sich überhaupt für Kinder, welche Familienformen gibt es für diese Kinder, also von gleichgeschlechtlichen Partnerschaften, Inseminationsfamilien, Geschiedene, Getrennte, mit Migrationshintergrund, ohne Migrationshintergrund und in der Regel zwei Kinder, dann drei Kinder und dann erst ein Kind, ist jetzt die Frage, wie wird denn überhaupt erzogen? Das ist ja jetzt eine wichtige Sache. Familienerziehung, historisch und aktuell. Und vorweg ein Zitat. Erziehungsregeln und Inhalte verändern sich und sind eingebettet in einen gesellschaftlichen Wandlungsprozess. Das konnten wir ganz deutlich eben sehen. Ich hatte gesagt, 1976 ist erst das Eherecht geändert worden vom Schuldprinzip ins Zerrüttungsprinzip. Viel vorher durften Frauen auch nicht alleine ein Bankkonto eröffnen. Sie waren rechtlich ausgeschlossen. Der Familienvorstand musste das unterschreiben, auch wenn sie einen Arbeitsvertrag unterschrieben haben. Anfang des 20. Jahrhunderts durften Frauen erst wählen. Das heißt, historisch, und das habe ich auch versucht aufzuzeigen, hat sich Familie gewandelt, ist also immer historisch eingebettet. Die Strukturen ändern sich auch, wandeln sich ununterbrochen, auch wenn Sie zum Beispiel an Kindheitsrechte denken. Ich möchte jetzt im Folgenden eine Studie vorstellen, die ich selber durchgeführt habe. Und zwar habe ich eine Studie durchgeführt, die sich mit Familiengenerationen auseinandergesetzt hat. Ich wollte sehen, wie sich Familienerziehung im letzten Jahrhundert gewandelt hat, über drei Generationen in einer Familie. Es würde also Ihre Urgroßeltern betreffen, die Großeltern und Ihre Eltern in etwa. Ich habe 27 Generationen untersucht, und zwar die Jahrgänge 1908 bis 28, 1939 bis 45 und 67 bis 75. Die mittlere Generation war der Ausgangspunkt, weil diese Generation sollte eigentlich den Faschismus schon hinter sich haben. Das war ein bisschen schwierig, aber ich habe gesagt, 39, die ersten 5 Jahre ist nochmal ein Unterschied.
denn dann waren sie nicht in der HJ und im BDM, sondern sind dann relativ, also mit 45, in eine Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg hineingewachsen. Und davon wieder die Kinder. Das war nicht einfach, diese drei Generationen zu bekommen. Ich habe insgesamt 132 narrative Interviews und Leitfadeninterviews durchgeführt. Und die Frage war dann dabei, ich kann Ihnen ja schlecht erzählen lassen, erzählen Sie mal, wie Sie Ihre Kinder erzogen haben, sondern die Frage war, das anhand von bestimmten Kriterien zu machen, um diesen historischen Wandel auch vergleichbar zu machen. Dabei habe ich mich an Elias orientiert, der ja den Prozess der Zivilisation geschrieben hat, eine sehr spannende Lektüre, und habe bestimmte Kriterien herausgearbeitet, mit denen ich dann auch die einzelnen Generationen befragt habe. Nämlich die räumliche Sozialwelt, also wie waren die Wohnbedingungen, wie haben sie gelebt, Stadt, Land, haben sie auf dem Bauernhof gelebt, in der Stadt gelebt, welche Verkehrsformen gab es das Fahrrad, gab es ein Auto und so weiter. Die gegenständliche Welt, wenn Sie an die fast 1908 bis 75, 94 habe ich die Studie durchgeführt, an die fast 90 Jahre denken, nämlich die Frage von Technik, wie war der Haushalt organisiert, gab es überhaupt sowas wie Medien außer Bücher, ja, Spielzeug. Dann die Struktur der Lebensform, nämlich wie war die Ehe organisiert, die Familie, die Kinderzahl, wie viele Geschwister gab es. Aber genauso wichtig für Erziehung ist die Art der Moralvorstellung, nämlich in Bezug auf das Individuum, was darf das Kind überhaupt, wird es überhaupt als Kind gesehen oder ist es Eigentum der Familie? Welche Bedeutung hat die Kirche? Geht man sonntags in die Kirche? Ist die Kirche völlig bedeutungslos? Und die Organisation der Alltagswelt. Wie wird in die Schule gegangen? Welche Bildungsvorstellungen hat man? Etc. In diesen reichhaltigen Untersuchungen habe ich festgestellt, dass es zwei Formen gibt. Zum einen den Befehlshaushalt, so wird erzogen oder wurde auch erzogen. Und zum anderen den Verhandlungshaushalt. Das dritte Bild ist nicht ganz so gelungen, aber die anderen beiden auf jeden Fall. Es soll jedenfalls deutlich machen, dass der Befehlshaushalt sich in allen drei Generationen abzeichnet, gleichzeitig aber sich ein Wandel verdeutlicht. Das heißt, alle drei Generationen haben erzählt, dass sie zum großen Teil in Form des Befehlshaushaltes aufgewachsen sind. Und jetzt möchte ich anhand dieses Schaubildes und des Nächsten aufzeigen, was sich denn über diese Zeit gewandelt hat. Man könnte ja sagen, das Befehlen ist ein Befehlen. Solange die Kinder die Füße unter dem Tisch der Eltern haben, haben sie zu tun und zu lassen, was die Eltern möchten. Es gibt aber Veränderungen, nämlich vor dem Hintergrund der Sozialgeschichte. Wenn Sie 100 Jahre zurückgucken, dann gab es gerade mal Autos, die Industrialisierung fing an zu boomen. Wir waren trotzdem eine Agrargesellschaft. Es gab noch das Erste Kaiserreich 1908. Die Weimarer Republik war praktisch noch in ferner Zukunft. Die Ständeordnung herrschte und es gab proletarische bürgerliche Familien und auch der Adel hatte noch viel mehr Macht. Gut, hier sehen Sie, dass im Hintergrund, das ist ganz wichtig, dass es bestimmte Aspekte in der Erziehung gibt, die sich durchgezogen haben und andere, die sich verändert haben. Ja? Ich gehe jetzt nicht auf alles ein, weil da könnte man eine eigene Stunde zu machen, aber will etwas herausholen, nämlich wichtig war 1908 die Unterordnung und die Pflichterfüllung, ganz wesentlich, und sowas wie Gerechtigkeit. Das verflüssigt sich in die Jahre hinein, über die Generationen, war aber eng gepaart und dadurch erklärt sich das erst, dass Familienerziehung damals religiöse Erziehung war. Also das Beten, der Kirchgang, das Danken für das Brot morgens und abends, das Mittagsgebet, war eingebettet in Gehorsam, in Ordnung, in Pflichterfüllung. Das löst sich auf und es bleibt das Element des Gehorsams. Das bleibt in dieser Befehlsstruktur enthalten. Interessant ist auch, dass in diesen älteren Generationen die Gleichbehandlung der Geschwister
es eine Vorstellung davon gab, dass die Eltern gesagt haben, also ich habe die gefragt, gibt es denn einen Unterschied zwischen den Kindern? Wir würden heute alle sagen, die Kinder müssen individuell nach ihren Bedürfnissen unterstützt werden. Die haben gesagt, nein, Kinder, sind gleich, wir haben die gleich behandelt. Es wäre sozusagen falsch gewesen in dieser Zeit zu sagen, die wurden unterschiedlich behandelt. Das wäre so eine Art Bevorzugung gewesen, sondern das Moment der Gleichbehandlung war etwas ganz Wesentliches. Und das löst sich dann bei der dritten Generation auf. Dort gibt es zwar den Gehorsam, aber man guckt schon, dass man die Kinder individuell fördert, was genau das Prinzip der Individualisierung ist. Eltern bleiben in allen drei Generationen Respektspersonen und es gibt eine traditionale Machtbalance, das heißt, die Eltern sind die Eltern, die Älteren, die haben die Macht und die Jüngeren haben auszuführen. Und bei den Regeln ist es so, dass die Eltern bestimmen die Regeln und verhandeln ist in den älteren Generationen ein Tabu. Also die jüngeren Generationen erzählen, also von diesen älteren Generationen, sagen, wir konnten nie verhandeln, wir konnten nichts aushandeln, das durften wir nicht. Das, was die Eltern sagen, war Gesetz. Da wurde nicht dran gerüttelt. Und es war auch ein Tabubruch für die Eltern zu sagen, ich ändere meine Meinung. Also auch das hat sich über die Jahre hin verflüssigt beim Prinzip des Befehlshaushalts. Durchgezogen hat sich auch die Bestrafung. Und was sich verändert hat, ist der Aufbruch der sozialen Milieus, nämlich der getrennten sozialen Milieus, hin mehr durch eine Mischung. Und hinzugekommen ist, dass es eine Förderung der Geschlechter gibt, also der Mädchen vor allen Dingen. Die Jungs sind schon immer mehr gefördert worden. Der Mädchen, also dass es eine relative Gleichbehandlung gibt in diesem Befehlshaushalt. Und das ist natürlich nur verständlich, wenn Sie sich die letzte Zeile ansehen, dass die Gesellschaftsstruktur natürlich auch ihres dazu beigetragen hat, dass das überhaupt möglich war. Also dass von einem traditionellen Kaiserreich mit Ständestruktur hin zu einer Nachgesellschaft nach dem Zweiten Weltkrieg, in dem so langsam die Strukturen aufbröseln, man auf einmal berücksichtigt, dass auch Mädchen intelligent sein können und der Beförderung bedürfen, sich natürlich das bis in die 68er, 75er Jahre sich komplett gewandelt hat. Wir haben eine anfangende, globale Gesellschaft, vielleicht sowas in der Richtung. Und damit natürlich auch die Gesetzesstruktur eine wesentliche ist. Vielleicht haben Sie zu dieser Form des Befehlshaushaltes Fragen. Gibt es irgendetwas, was Sie da interessiert? Würden Sie sagen, es gibt den Befehlshaushalt, das ist ja 68, 75 geboren, also auch die sind jetzt mittlerweile schon wesentlich älter. Ich weiß nicht, wie alt Ihre Eltern sind. Würden Sie sagen, es gibt immer noch diesen Befehlshaushalt? Und würden Sie sagen, dass die Geschlechter wirklich mittlerweile gleicher behandelt werden? Ich würde sagen, natürlich gibt es auf irgendeine Weise immer einen Befehlshaushalt, weil ich denke nicht, dass man alles auf Verhandlungsbasis machen kann in der Erziehung. Vor allen Dingen nicht, wenn die Kinder wirklich noch im Kleinkindalter sind, da können die ja auch noch gar nicht verhandeln. Da wird gesagt, du gehst um 8 ins Bett oder so und dann ist das so, dann wird das gemacht und sonst, also ich denke, das geht nicht und das besteht. Es hat sich natürlich viel verändert, denke ich, und es ist wahrscheinlich auch lockerer alles geworden, aber der Befehlshaushalt besteht in gewisser Weise auf jeden Fall noch. Mhm. Ja, interessante These. Würden die anderen dem zustimmen? Würden Sie sagen, ja, der Befehlshaushalt, der gilt heute auf jeden Fall auch noch? Dass es ganz klare Regeln gibt, an denen man sich halt zu halten hat? Oder hat man mehr die Möglichkeit der Übertretung? Ja, bitte. Ich glaube schon, dass Kinder mehr bestimmen dürfen als noch vor 30, 40 Jahren. Also das sieht man ja auch immer wieder, oder ist das, was ich auch erlebe, dass Kinder, auch wenn die unter 3 sind, also die Kinder auch hochschreiben, das ist ja auch eine Form von Verhandeln, und so Dinge durchsetzen. Also ich glaube, dass Kinder da mehr Raum kriegen. Mhm. Also mehr Raum kriegen, ja. Hier war noch eine Meldung, Sie hatten sich so halb gemeldet. Ja, ich wollte auch sagen, dass
ich glaube auch kleine Kinder, die noch nicht so recht wissen, warum die macht das Bett müssen, dass sie trotzdem dann vielleicht ein bisschen rumrandalieren und die Eltern sagen, ja okay, dann weiß ich nicht, vielleicht gucken die dann irgendwas im Fernsehen oder sowas auf. Mhm. Oder also dass das auf jeden Fall auch schon locker ist. Mhm. Vielleicht auch, dass es kein Tabu mehr ist bei seiner Meinung, dass also sich irgendwie zu meinen, dass man auch mal sagen kann, okay, wir machen jetzt einen Kompromiss. Ja, ja, das ist, ja. Also ich würde sagen, das kann man nicht so pauschal sagen, weil wir ja eine pluralistische Gesellschaft sind und das ist halt, denke ich mal, der Entscheidende. Es wird diese befehlshabenden Haushalte natürlich noch geben, und genauso wie es halt ganz liberale, lockere, libertärere Haushalte gibt. Also das aufgrund dieser Pluralität lässt sich das halt nicht vielleicht ganz genau definieren. Vielleicht lässt sich das durch Umfragen, Statistiken prozentual angeben. Ja, die Frage ist, die jetzt hier entstanden ist, was ist eigentlich wirklich ein Befehlshaushalt? Also die einen sagen, naja, Befehlen in dem Sinne, ich meine, wenn ich das Kind ins Bett lege, ist das ein Befehlen. Die Vorgabe von bestimmten Regeln ist ja ein Stück weit auch eine Aufgabe der Eltern auch, dass sie sagen, sie handeln mit den Kindern Regeln aus, aber wenn sie drei sind, gibt es keine Regeln auszuhandeln, weil die Kinder ja noch keine gleichberechtigten Verhandlungspartner sind. Also das heißt, man muss auf der einen Seite die Entwicklung des Kindes mit berücksichtigen, wie alt die sind. Auf der anderen Seite hat sich natürlich schon Wesentliches geändert. Also wir sind eine plurale Gesellschaft geworden. Es ist kein Tabu mehr zu sagen, ich habe mich geirrt, oder es ist mir auch wichtig, was das Kind möchte. Wobei wir auch heute sagen würden, es ist nach dem Entwicklungsstand der Kinder zu sehen, was können sie denn entscheiden und wo sind sie, an welchen Stellen sind sie eigentlich überfordert. Aber es gibt nicht so eine hierarchische Befehlsstruktur, wie es die vor 70, 80, 90 Jahren gab, wenn ihre Großeltern erzählen, wir mussten damals das machen, was unsere Eltern gesagt haben. Also kein Widerwort war möglich. Und die Interessen des Kindes sind nicht so berücksichtigt worden wie heute. Dennoch gibt es einen Befehlshaushalt auch heute noch. Und man hat festgestellt, dass dieser Befehlshaushalt in engem Zusammenhang mit dem sozialen Milieu steht. Also dass das Befehlen, und ich komme jetzt gleich zum Verhandlungshaushalt, eine historische Formierung ist der Form, wie man erzieht, wie man Kinder groß werden lässt, der privaten Haushalte. Wir sprechen jetzt nicht von Institutionen, von professionellen Pädagogen, sondern von erwachsenen Menschen, die Kinder haben, die irgendwie erziehen. Das muss man ja berücksichtigen. Die machen ja keine Ausbildung vorher darüber. Und dass es da natürlich einen Wandlungsprozess gibt, wobei das Verhandeln sich durchgesetzt hat in den bürgerlichen sozialen Milieus und so sagt Elias immer, weiter nach unten durchdrungen ist und den Befehlshaushalt letztendlich verdrängt hat. Auch dennoch gibt es ihn immer noch. Aber es gibt eben auch, nämlich die Erziehungserfahrung, dass es ein Verhandeln, und so könnte man auch sagen, das ist relativ ungewöhnlich, dass es ein Verhandeln schon vor über 100 Jahren gab, in einer Gesellschaft, in der es ein Kaiserreich gab, in der, wenn Sie alte Filme sehen, eben genau festgelegt war, was jeder machen darf, soll und muss. Aber dort gibt es auch erste Formen des Verhandelns, und auch hier ist interessant, wenn wir von einem sozialgeschichtlichen Prozess sprechen. Und damit möchte ich gar nicht in dem Sinne diskutieren, was ist besser oder was ist schlechter. Das kann man dann nachmachen, sondern erstmal gucken, welche Erziehungsformen gab es und in welche Gesellschaftsform haben sie denn überhaupt hineingepasst. Dann lässt sich hier feststellen, dass auch hier solche Regeln wie Ordnung, da könnte man auch sagen, wird befohlen, räum dein Zimmer auf, Pünktlichkeit, und auch solche Formen wie Ehrlichkeit bedeutsam sind, dass aber Christlichkeit sich vollkommen verliert, auch hier. Und interessant ist, dass wenn Familien ihre Kinder christlich erziehen, diese eher Erziehungsformen des Verhandelns wählen als des Befehlens. Also die befehlen ihre Kinder nicht zu glauben, sondern sie verhandeln mit ihnen darüber. Haben Sie eine Idee, wieso nicht befehlen, sondern verhandeln? Bei der Erziehung wünscht, dass die Kinder die gleichen religiösen Gefühle entwickeln, wie man es wahrscheinlich selber tut. Ich kann es mein Kind aufzwingen, dann ist die Gefahr vielleicht, dass es sich zum Atheisten entwickelt, was ich als religiöser Mensch dann natürlich unbedingt vermeiden will. Ja, genau. Sodass also Christlichkeit oder Religiosität, nennen wir das mal so,
aber hier sind es nur christliche Kinder, Religiosität mit dieser Form des Verhandelns verbindet, weil nämlich dieses Gefühl, das religiöse Gefühl, nicht befohlen werden kann. Jetzt entsteht aber die Frage, warum konnte das denn früher befohlen werden? Warum passte das denn auch mit einem Befehlshaushalt zusammen, die religiöse Erziehung? Also in der ältesten Generation. Nochmal, ja? Das hat was mit der wissenschaftlichen Aufklärung zu tun. Ich glaube, ein Kind, das 1908 geboren ist, das war noch viel mehr in diesem Glauben an Gott und der Bestrafung durch Gott verwurzelt und hatte da noch viel mehr Angst als ein Kind, das heute groß wird. Ja, das kann man so sagen, aber vor allen Dingen war die Christlichkeit oder die Religiosität im Alltag eingebunden. Sie wurde praktisch über Gewohnheiten, Sedimentierung, man ging sonntags in die Kirche, wurde das mitgetragen. Und da war es unabhängig davon, ob man eine Erziehung des Befehlens oder des Verhandelns praktiziert hat, weil die religiöse Erziehung war eine kulturelle Erziehung. Und über die Säkularisierung hat sich das natürlich verändert und sie funktioniert heute nur noch über die Form des Verhandelns. Gut. Dann gab es in der ältesten Generation einen gewissen Grad der Informalisierung, das heißt also wie formell oder informell die Älteren und Jüngeren miteinander umgehen. In dieser ältesten Generation war es in den bürgerlichen Familien so, nur als Beispiel, man hat seine Eltern gesiezt, nicht geduzt, gesiezt. Das nimmt als Beispiel jetzt auch in anderen Formen zu und damit nimmt auch zu Körperlichkeit, also auch eine Form des Umgehens mit Gefühlen und Bedürfnissen über die historische Zeitschiene. Und Personen, die Kinder hatten früher nur einen ganz kleinen Verhandlungsspielraum. Und der hat sich natürlich enorm erweitert über die drei Generationen. Und wenn ich hier schreibe, die Eltern waren, es gab so eine Vertrauensbasis, dann war es vielleicht so ein Einverständnis. Und heute sind es, wenn Sie die Statistiken ansehen, sind die Eltern die ersten Berater für Probleme nach den Peers, nach den Gleichaltrigen. Die ersten Berater. Nur in Kleidungssachen und Freundschaften, Liebe sind es die Peers sozusagen. Okay. Dann bei der Erziehung des Verhandelns nochmal Bestrafung und Belohnung. Interessant ist, dass beim Verhandeln in der ältesten Generation auch als Strafe Prügel oder die Ohrfeige ein gängiges Mittel war, dass aber heute sich das geändert hat hin zu Verhandlungen, Diskussionen über Fehlverhalten und dass sich die Machtbalance generell geändert hat beim Verhandlungshaushalt, nämlich von einer traditionellen Hierarchie, Asymmetrie hin zu einer ausgeglichenen Form, also einer Gleichwertigkeit von Kindern, von Babys im Grunde genommen schon zu den Eltern hin, dass sich das komplett geändert hat. Jetzt habe ich eine Frage noch. Würden Sie denn sagen, jetzt würde ich gerne die Wertigkeit hineinprägen, würden Sie sagen, der Befehlshaushalt ist besser oder der Verhandlungshaushalt? Also ich für meinen Teil würde es halt so sagen, einerseits habe ich auch gewisse Vorstellungen, wie ich meine Kinder erziehen will, ja, und die muss ich direkt vermitteln. Also ist das halt ein Befehl, wenn es ein Befehlshaushalt ist. Aber je älter meine Kinder werden, desto mehr Freiheit will ich ihnen natürlich auch in ihrer persönlichen Entwicklung zugestehen. Mhm. Also dass halt sich immer mehr zu einem Verhandeln entwickelt, was aber auch mit der persönlichen Reife eines jeden Einzelnen abhängt. Und das kann ich halt nicht so pauschalisieren. Ich glaube, sowas in der Richtung nennt man auch autorativ oder autorative Erziehung irgendwie in der Richtung. Ich glaube, das ist halt das Passende, wie man das machen sollte. Ja, okay. Andere Meinung noch dazu? Ansichten? Also in dieser Untersuchung haben einige gesagt, die ein Verhandeln erlebt haben zwischen 1908 und 1929, und das ist sehr aufschlussreich, die haben gesagt, ich bin total angeeckt. Innerhalb der Familie, in diesem privaten Raum, hatte ich die Möglichkeit, meine Bedürfnisse zu äußern, als kleines Kind und nachher auch als Jugendliche. Aber wie ich aus der Haustür raus bin, hatte ich enorme Probleme, mit den anderen zurechtzukommen. Und die Erziehung wird kritisiert, interessanterweise. Warum wird sie kritisiert? Ja, ich denke, eben so diese
eine sehr individuumszentrierte Sicht, die also dieses Erziehen ja zu, auch zur Selbstverantwortung, Selbstbestimmung, ist natürlich auf der einen Seite, also hat man mehr Möglichkeiten, sich zu entfalten, aber es ergibt ja auch irgendwie Schwierigkeiten. Es ist ja letztendlich irgendwo einfacher, etwas gesagt zu bekommen, das auszuführen, als und damit ja auch keine Verantwortung für dieses Handeln zu haben, als wenn man so die ganzen Breitband an Möglichkeiten hat, die man machen kann. Hat, glaube ich, viel mit Selbstbestimmtheit und Selbstverantwortung zu tun. War denn Selbstbestimmtheit und Selbstverantwortung vor 100 Jahren überhaupt gefragt? Es war Unterordnung gefragt. Das war im Kaiserreich, brauchte man Soldaten. Ja. So. Genau. Ja, man brauchte Soldaten, man brauchte klare Geschlechtscharaktere, man brauchte Männer, man brauchte Frauen, die Kinder wurden nicht gefragt, der Beruf war vorgegeben, die Ausbildung war vorgegeben von dem Vater, die vor allen Dingen die Mädchen konnten überhaupt nicht darüber verhandeln. Das passte allerdings natürlich auch in diese Gesellschaftsstruktur hinein. Das heißt, dass diejenigen, die eine ganz moderne Erziehung aus unserer Perspektive erhalten haben, in anderen sozialen Institutionen angeeckt sind. Und man könnte jetzt auch den Umkehrschluss daraus ziehen, was heißt das heute, wenn Kinder einen starken Befehlshaushalt erleben? Was passiert denen nämlich, wenn sie rausgehen und immer denken, ich kriege die Struktur genau vorgegeben? In was für einer Gesellschaft leben wir? Was brauchen wir für eine Erziehung? Genau. Ja, sie sind überfordert, genau, weil sie nämlich entscheiden müssen. Sie müssen ihr Leben organisieren und dazu bedingt es eine Erziehung des Verhandelns, dass Kinder früh lernen, auch im Rahmen ihrer Entwicklungsmöglichkeiten, früh lernen, auch eine Auswahl zu treffen, auch lernen zu lernen, auch Toleranz entwickeln, Kritikfähigkeit entwickeln, um sich in dieser modernen Gesellschaft mit pluralen Möglichkeiten auch zurechtzufinden. Das heißt, die Erziehungsform, so wie wir sie finden heute, ist eng gekoppelt an eine globale Wissensgesellschaft und war damals eng gekoppelt an eine asymmetrische Macht- und Befehlsstruktur. Da gibt es ganz enge Verbindungen. Okay, trotzdem hat mich dann nochmal interessiert, wo denn jetzt an welcher Stelle der Wandlungsbruch war oder wann sich sozusagen letztendlich dieser Befehlshaushalt für die meisten in den Verhandlungshaushalt umgesetzt hat und wie diese Subjekte das erzählt haben, weil ich das ja innerhalb dieser Familien dann auch untersuchen konnte. Es ist die mittlere Generation, ich habe sie dann Switch-Generation genannt. Warum habe ich sie Switch-Generation genannt? Ich habe sie deswegen so genannt, weil sie ein Befehlen erlebt hat. Sie sind groß geworden in einer Befehlsstruktur, in der Regel. Also sie hatten gelernt, den Mund zu halten, sie hatten gelernt, sich nach den Meinungen der Eltern auszurichten und haben dann aber mit der Geburt ihrer Kinder, das ist ja von 69 bis 74, haben sie dann gesagt, wir wollen unsere Kinder anders erziehen. Und dazu gibt es diese Deutungsmuster. Sie haben sich eingesetzt für eine weitgehend veränderte Erziehung. Und die Frage ist, woran haben Sie sich denn orientiert? Wie kamen Sie denn überhaupt zu diesem Moment des Verhandelns, dass Sie gesagt haben, wir wollen nicht mehr befehlen, sondern verhandeln? Weil man kann ja sagen, das ist praktisch genau der andere Pol, befehlen, verhandeln. Und die meisten dieser Eltern haben gesagt, naja, wir waren sehr unzufrieden mit unserer Erziehung und wir wollten es anders machen. Wir wollten unseren Kindern was Besseres gönnen, eine schönere Zeit des Aufwachsens. Und so sind sie zu dieser Form des Verhandelns gekommen. Und damit einhergegangen ist aber auch, dass sie mehr das erste Mal, die erste Generation ist, die mehr über Erziehung reflektiert. Denn was kann sie eigentlich nicht mehr, was die Generation davor gemacht hat? Denn die ist im Befehlshaushalt groß geworden und erzieht ihre Kinder im Befehlshaushalt. Diese Generation macht das nicht. Also auf was kann die im Grunde genommen nicht zurückgreifen? Ja, auf Erfahrung. Mhm. Genau. Sie kann nicht zurückgreifen auf Erfahrung, auf tradiertes Wissen, auf Selbstverständlichkeiten. Das habe ich so erfahren, das mache ich so. Das heißt, es gibt in dieser Generation auch viel Unsicherheit darüber. Wenn wir heute über professionelle Erziehung
reden und das auch unterrichten, dann wissen wir, worüber wir sprechen. Und für diese Generation war das ein Novum. Ja, da gibt es auch die Großeltern. Denn ich habe ja gesagt, wir leben heute in einer großelternfamilialen Struktur sozusagen, die gibt es. Da gibt es auch Unterschiede, nämlich die älteste Generation, also Sie sehen links auf dem Foto natürlich die moderne Großelternschaft und nicht die alte. Die ältere Generation, die 1908 geboren ist, und die haben ja über ihre Großeltern erzählt, also von 1860 bis 1870 sind die ja historisch zurück, konnten die teilweise von ihren Großeltern erzählen, die dort geboren waren. So, ja. Da war es so, dass Familie, das nicht differenziert wurde, auch so sehr in Einzelpersonen, sondern Familie war irgendwie ein Gefüge. Typische Aussage war, die waren halt da. In der mittleren Generation ändert sich auch dieses. Diese mittlere Generation übernimmt erstmals Erziehungsaufgaben und vor allen Dingen aber auch, weil die Mütter häufiger berufstätig sind. Es gibt ja einen großen Wandel von der Agrargesellschaft in die Dienstleistungsgesellschaft. Und erst in der jüngsten Generation werden die Großeltern, also jene, die ganz oben sind, werden das erste Mal zu Erziehungsberechtigten und zu zentralen Bezugspersonen für die jüngste Generation. Die holen die Enkel ab, die bleiben am Wochenende bei denen und sie erziehen sie damit auch. Das heißt, die Großeltern haben damit auch dieser Beanpole-Familie einen großen Einfluss und sie praktizieren nicht mehr das Befehlen, sondern verhandeln auch mit den Enkeln. So, wir haben noch 15 Minuten. Jetzt versuche ich noch in diesen 15 Minuten das Ganze ein Stück zu theoretisieren. Das ist ja ganz wichtig. Was ist Familie und wie können wir Familienerziehung begrifflich fassen, dass wenn Sie Forschung machen wollen, wenn Sie mit Kindern zu tun haben, eine begriffliche Vorstellung davon haben, wie Familie sein kann, oder wenn Sie empirisch forschen, irgendwann machen Sie ja auch mal qualitative Studien, verfassen ein Interview, wollen mit den Kindern auch in Kontakt treten und es ist die Frage, wie kann man Familie überhaupt greifen? Familie ist also mindestens eine zwei- und drei Generationen, ein Generationengefüge, das in Verbindung miteinander steht. Also nie nur die Alleinerziehende, sondern da gibt es die anderen Personen auch noch. Es ist ein großes, komplexes Geflecht in jeder Generation. Es gibt die Verwandten, es gibt die Großeltern, es gibt aber auch die soziale Vaterschaft, die soziale Mutterschaft, es gibt die neuen Partner. Deswegen Familie als ein Mehrgenerationengefüge. Und wichtig dabei ist, ich hoffe, das ist deutlich geworden, jede Generation bringt ihre biografischen Erfahrungsstrukturen mit hinein. Großeltern haben eine andere als Eltern. Dann ist es gibt einen kindorientierten Privatheitstypus. Es gibt auch Familien, die anders sind, die nämlich keine Kinder haben. Das haben wir ja auch gesehen. Also gibt es einen kindorientierten Privatheitstypus in den ganzen vielen Formen, die Familie letztendlich ausmachen. Und da bildet Erziehung, vor allen Dingen, wenn sie klein sind, einen ganz zentralen Bestandteil. Aber kann man wirklich zwischen Erziehung und Sozialisation unterscheiden? Meinen Sie, Erziehung ist Sozialisation oder Sozialisation ist immer auch Erziehung? Was würden Sie sagen? Also ist Erziehung, ja? Ich würde sagen, Sozialisation immer Erziehung ist, weil das ist ja, was gesamtgesellschaftlich alles passiert und was für Einflüsse auf mich sind. Und meine Erziehenden, die betreiben das ja in irgendeiner Form von einem Mini-Kosmos irgendwo, da stattfindet, also in Form dieser Familie, wo das dann halt praktiziert wird, während dann nochmal die ganze Gesellschaft nicht erzieht, in Form der Sozialisation. Ja, also die ganze Gesellschaft, sagen Sie, ist sozusagen Sozialisation, während in der Familie auch konkret Erziehung stattfindet. Ja. Ja, genau. Ja. Und man muss natürlich dazu sagen, dass Familie auch
über Selbstverständlichkeiten auch dann letztendlich sozialisiert, aber natürlich ist ganz klar Regeln auch gibt. Gut, die familiale Erziehung hat zu unterscheiden auf der einen Seite zwischen den subjektiven Bedürfnissen, die Eltern haben, nämlich ein Kind haben zu wollen, dem Bedürfnis des Kindes gerecht zu werden, Wünschen, wie das Kind mal werden soll, welche Interessen es haben soll, Musik, Instrumente und so weiter. Aber das alleine macht Familienerziehung nicht aus. Es gibt immer auch gesellschaftliche Anforderungen an Familie und auch an Kinder. Das wird zum Beispiel deutlich im Recht, nämlich in der Kindschaftsrechtsreform, die 1998 etwas Wesentliches formuliert hat. Das war nämlich das erste Mal die Gleichstellung von ehelichen und nicht-ehelichen Kindern. Vorher gab es die nicht-ehelichen Kinder in dem Sinne auch, aber nicht in der gleichgestellten rechtlichen Form. Das ist etwas ganz Wichtiges. Das gibt es sozusagen erst seit 13 Jahren. Und seitdem haben die leiblichen Eltern das Sorgerecht, auch wenn sie getrennt sind, im Alltag zu regulieren, rechtlich. Hat dann die Mutter, ist ja meistens eine Mutterfamilie, die Möglichkeit, den Alltag zu organisieren. Gibt es aber größere Entscheidungen wie Ferienfreizeit, größere Anschaffung oder Auslandsaufenthalt, muss immer der leibliche Vater oder die leibliche Mutter befragt werden, per Recht, sonst kann Einspruch erhoben werden. Und gesetzlich festgelegt ist im Paragraphen 1626 BGB, dass Eltern die Pflicht und das Recht haben, das minderjährige Kind zu sorgen, sich um das zu sorgen. Da gibt es zwei Unterschiede, nämlich die Personensorge und die Vermögenssorge. Was ist der Unterschied von den beiden Dingen? Personensorge und Vermögenssorge. Warum unterscheidet man darin? Kinder haben doch noch nichts. Sind ja nur kleine Wesen, Ankömmlinge in dieser Gesellschaft. Wieso für Vermögenssorge? Ja? Weil vielleicht die Person, der Elternteil, der finanziell vielleicht nicht unbedingt dazu in der Lage ist, das Kind zu betreuen, aber emotional vielmehr dazu in der Lage ist und dass dann der finanziell besser gestellte Elternteil trotzdem dazu verpflichtet ist, ja, und es gibt natürlich Vermögenssorge. Bestimmte Familien, da bekommen die Nachkommen sozusagen direkt Vermögen zugesprochen. Und die Eltern treten anwaltschaftlich dafür ein, dass diese Kinder dieses Recht zugesprochen bekommen. Und das ist auch die Pflicht der Eltern, dafür zu sorgen, als auch die Pflicht um die Person, um das Baby, um das Neugeborene natürlich auch. Und im Gesetz sind festgeschrieben die Grundlinien der Erziehung, nämlich, ich lese vor, als angemessen gilt eine Erziehung und das Bedürfnis des Kindes zu selbstständigem und selbstbewusstem Handeln unter Berücksichtigung des jeweiligen Entwicklungsstandes. Das ist im Gesetz festgeschrieben. Und wenn wir uns jetzt die historischen Entwicklungen ansehen, können Sie sich vorstellen, dass das eine neue Errungenschaft ist, die in dieser neuen Gesellschaft auch sich erst so durchsetzen könnte und niemals vor 100 Jahren so im Gesetz stehen könnte, weil sie vor 100 Jahren auch gar nicht in diese Gesellschaftsstruktur sich hätte einfügen können. Gut, es gibt jetzt bestimmte Strukturaspekte, wie man Kindheit fassen kann. Ich werde jetzt von diesen nur noch drei rausgreifen, wegen der Zeit. Da muss man um 3:45 auch Schluss machen. Ich habe gehört, Sie sind alle Wegestudenten, das heißt, Sie müssen alle zu anderen Räumen laufen. Das eine ist die generative Differenz. Das nächste sind die familialen Interaktionsmuster, dann die Familienthemen, die subjektive Zeit, Inhalts- und Beziehungsstrukturen und Identitätsbildung. Ich gehe auf drei ein. Nehme ich einmal auf die generative Differenz. Kinder, die geboren werden, sind immer Ankömmlinge. Und es gibt also die generative Differenz, heißt,
Es geht um Gebürtlichkeit, um diejenigen, die neu ankommen, um auch um die Verantwortung für dieses Neugeborene und damit aber auch die Differenz, die Generationendifferenz, die darüber entsteht. Wenn Sie Erzieher oder Pädagogen werden, so sind Sie immer Personen der älteren Generation, die sich sorgsam um diese Gebürtlichkeit professionell bekümmert oder professionell tätig ist. Mit dieser anthropologischen Offenheit und Schutzbedürftigkeit der nachkommenden Generation gibt es auf der anderen Seite eine Sorgeverpflichtung der Älteren, mit der letztendlich Erziehung hervorgebracht wird, aufgrund dieser gebürtlichen Differenz. Für die Familie ist wesentlich, und das ist im professionellen Bereich anders, dass diese Generationsbeziehungen nicht freiwillig zusammengesetzt sind. Das heißt, Eltern können sich ihre Kinder nicht aussuchen und Kinder können sich ihre Eltern nicht aussuchen. Das geht nicht. Das können sie, man kann die Erzieherin auswählen, man kann auf eine andere Schule gehen und so weiter. Aber diese gebürtliche Differenz ist nicht frei wählbar, noch ist sie jederzeit aufkündbar. Das funktioniert nicht. Das heißt, dass mit diesen Bedingungen der gebürtlichen Differenz auf der einen Seite und der Unaufkündbarkeit so etwas wie Sozialität und Kulturalität weitergegeben wird, nämlich auf der einen Seite durch die Leiblichkeit, dass Kinder überhaupt geboren werden. Das haben wir ja gesehen, es werden weniger Kinder geboren und wenn, dann in Familien gleich mehrere. Und auf der anderen Seite die Sterblichkeit der älteren Generation, die irgendwann wegsterben. Und in diesem Wandel sozusagen sich Erziehung präsentiert, etwas innerhalb der Familien, Tradition und Kultur weiterzugeben, aber auch gesellschaftlich über bestimmte professionelle Tätigkeiten, Ansätze, junge Menschen heranzuziehen und zu erziehen in Form von Bildung und Reflexivität, in Form des Erkennens ihrer Bedürftigkeiten, ihrer Mannigfaltigkeit, ihrer Unterschiedlichkeit, ist sozusagen die generative Differenz ein wesentliches Merkmal von Erziehung. Das heißt, wir als Pädagogen haben auf jeden Fall immer die Aufgabe, uns darum zu kümmern, was heißt denn eigentlich Erziehung überhaupt und welche Sorgeverpflichtungen nehmen wir denn eigentlich überhaupt auf? So, da gehe ich jetzt drüber hinweg. Und da auch. Wichtig ist mir noch dieser Punkt. Wenn Sie sich das Schaubild ansehen, so hatte ich ja über die Studie deutlich gemacht, dass diese älteren Generationen, auch wenn sie dann mit den Enkeln zusammenkommen, einen ganzen Weg ihres Lebens gegangen sind. Das heißt, in Erziehung selber ist die Biografie und damit die subjektive Zeit ein wesentliches Element. Wenn Sie Erziehung begreifen wollen, warum Kinder so erzogen worden sind, dann ist es immer wesentlich, die biografische Zeit der erwachsenen Personen, der Mütter, mit zu untersuchen und zu berücksichtigen. Und das kann man sehr deutlich sehen, welche Zeitverläufe in diesen Familien mittransportiert werden, wenn Sie sich angucken, wann die geboren sind. Das heißt, die subjektive Zeit und die soziale Zeit bedingen sich in diesem Erziehungsprozess und machen ein Wesentliches von Interaktion aus, auch von Erziehung, von Verhandeln aus, was Kinder machen sollen, was sie sein lassen sollen. Und damit bedingen sich natürlich auch, gerade wenn sie Migrationshintergründe haben, wie wichtig das ist, zu verstehen, aus welchem Migrationshintergrund mit diesem sozialen Hintergrund diese Kinder eigentlich kommen. Das lasse ich jetzt weg. Das muss ich auch weglassen und komme dann zum Schluss. Ich unterscheide also zwischen Inhalte der Beziehungen, dass es Aufgabenverteilungen gibt, Gestaltung etc. Das können Sie dann aber auch im Internet nachlesen. Und Beziehungsstrukturen, das heißt, in der Erziehung gibt es auf der einen Seite klare Regeln, wann man isst, was wann angezogen werden soll. Auf der anderen Seite gibt es aber Beziehungsstrukturen. Daran orientiere ich mich an Watzlawick, das heißt, es gibt diese klassische Situation, dass Mütter, wenn sie zu ihren Kindern sagen, komm her, du bist mein bestes Kind, und das Kind setzt sich auf den Schoß, die Mutter aber mit verschränkten Armen dort sitzt. Das heißt, dass
die Beziehungsstrukturen von Nähe und Ferne, von Distanz, von Emotionalität, aber auch von Gewalt, von Verwahrlosung etwas zu unterscheiden ist, was sich von Regeln nochmal absetzt, wann man zusammen ist, welche Regeln es gibt, wie im Haushalt geholfen wird und so weiter. Dass diese Erziehungsformen aus diesen beiden Strukturelementen bestehen. Und letztendlich ist das so wesentlich, weil, und das lese ich zum Schluss noch vor, das ist das letzte Zitat, es bei der Erziehung immer um Identitätsbildung der nachkommenden Kinder, der Subjekte geht, nämlich für das Kind besteht dabei die Besonderheit, nämlich innerhalb der Familie, dass es ein Bewusstsein von Bedeutung und Sinn entwickelt, nämlich innerhalb der Familie, und mit der Herausbildung eines Bewusstseins, wie man mit Spielen umgeht, wie man sammelt, wie man ins Bett gebracht wird und so weiter. Ein Bewusstsein, das Entstehen eines Selbst als Subjekt verbunden ist. Deswegen ist auch für den Elementarbereich die Frage, wie werden Kinder in der Familie erzogen, von ganz grundlegender Bedeutung. Die Fähigkeit des Kindes, Bedeutung und Sinn nach und nach zu erfassen, der auch von den anderen Generationen geteilt wird, also dieser Sinn von den Eltern, von den Verwandten, ermöglicht ihm im Rahmen der Erziehung und der familialen Interaktion aus der Perspektive der anderen ein Bild von sich. Das heißt mit anderen Worten, das Kind ist nicht frei in seiner Entwicklung und als was es sich versteht, sondern nur in der Interaktion über andere nimmt es das Bild von den anderen in sich hinein. Ein Bild von sich, ein Me zu entwerfen und sich dazu mit eigener Spontanität, Kreativität, einem Ei, so sagt es Mead, zu verhalten, nämlich eine eigene Persönlichkeit zu werden, eine eigene Identität herauszubilden. Ja. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Das war doch ein sehr umfassend Einführung über meines Erachtens dringend benötigt. Eigentlich bräuchte man jetzt die Zeit, daran weiterzuarbeiten. Ich werde auch für spätere Formate darüber nochmal nachdenken, weil genau das geht eigentlich verloren. Da ist jetzt eine Menge Stoff drin, mit dem man wunderbar weiterarbeiten kann, ausgehend von der Geschichte über statistische Methode hin zu Topologie bis zu theoretischen Aspekten und vorher dann noch die Erziehung. Ich fand das sehr begeistert. Ich freue mich, dass Sie hier gewesen sind, um das abzusprechen. Herzlichen Dank und einen schönen Tag noch.